Und damit herzlich willkommen zurück in der deutschen Vorszene, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren 1 gegen 1. Wir spielen auf der Map Hangtime gegen ein Warzenschwein. Oh boy, da bin ich ja mal sehr gespannt. Und diese Map hat viele, viele Besonderheiten. Ne? Also man kann ja, Entschuldigung, erstmal massig Nodes verkaufen und dadurch Ressourcen generieren. Man muss sich nach hinten verbinden. Man kann aber da auch super Backtop-1 platzieren. Man kann sie aber auch einfach direkt an den Start platzieren und später wieder verkaufen. Also das ist die Map, die da also strategisch ist hier. Gibt es hier keinen Anfang und kein Ende. So, zack. So, diese Node muss hier platziert werden. Aber, na. Hat sie schon gesnappt? Na. Ich nehme jetzt einfach das hier. Soll passen. Und da kommt jetzt Ditte rein. Hier wird das verkauft. Jetzt habe ich vergessen, Erdwaffenkammer gestartet. Perfekt. Gut für uns, gut für uns. Dadurch können wir mehr Metall verkaufen und uns noch eine Mine gönnen. Und jetzt warten wir auf die Ressourcen für T2. Na, er baut ein ähnliches Windturbinen-Setup. Wahrscheinlich ein Stückchen besser als meins. Warte mal, hat er schon was verkauft? Nee, geht ja gar nicht. Hat er. Nee, hat er eine Note zu viel verkauft? Hat er seine T1 verkauft? Nein. Hä? Was hat er verkauft? Das macht mich irgendwie kirre, dass ich nicht weiß, was er verkauft hat. So. Und wir gehen hier. Ja, wir gehen mal nicht. Aber sieht direkt ein Sniper. Ich will doch jetzt nicht hier meine Windturbinen nerven, oder? Okay, will er nicht. Och nein, ich hab's verkackt. Mann, also manchmal regt mich die Map auch einfach auf, ne? Bin ich early. Also, das Windturbinen-Setup da hinten ist jetzt einfach leider nicht gut. Die muss ich dann wohl nochmal trainieren, habe ich gehört. Immer diese nervigen Sniper-Leute, die hier so am Anfang Stress machen wollen, kann ich gar nicht ab. Also, wir spielen heute mal nicht wieder erwarten den guten alten Doppel-Plasma-Laser auf Hangtime, wie man ihn von mir doch so oft gewohnt ist. Nein, wir spielen hier heute einen Howie mit Kanone im Schlepptau. Schauen wir mal, wie das laufen wird. Alrighty. Gut. Perfekt, Salzi. Hast die Ken-Attack richtig schön scheiße da reinplatziert. Ah, naja. Naja. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Richtig. Nein, das ist sehr schlimm. Hilfe. Ich hätte im Bett liegen bleiben sollen. Hör mal. Bitte nicht abreißen. Bitte nicht abreißen. Danke sehr, danke sehr, danke sehr. So, jetzt also hier Howie-Box rein. Wir machen mal so. 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 Und jetzt warten wir auf Metall und Energie, ne? Und wir gucken rüber. Er geht auch für Howie und Cannon, aber er hat sich eine EMP geholt. Oh, nö. Da habe ich jetzt absolut keine Lust drauf. Die wird mir halt instantly weggesniped werden. Ich kann mir hier unten noch was hinsetzen, aber auch da sehe ich die Erfolgschancen, dass die EMP einfach abgewehrt wird auf -3%. Aber nichtsdestotrotz probieren wir es einfach mal. Na, jetzt ist beides im Bau. Wir haben da unten noch nichts drin. Da wird er wahrscheinlich die nächste EMP reinhauen. Oder geht sie wieder straight? Nein, sie geht hier unten rein, aber da ist noch nichts drin. Jetzt weiß er, dass da nichts drin ist. Jetzt platziere ich was rein, weil er weiß, dass er da nicht raufschießen muss. Ich habe jetzt aber einen Gunner. Hoffentlich trifft er irgendwas mal in seinem Leben. Sogar zwei Gunner jetzt. Hoffentlich treffen die mal irgendwas in ihrem Leben. Dann würde ich hier tatsächlich noch einen adden. Jetzt kann der wieder weg, würde ich sagen, weil zwei Gunner sollten da reichen. Einen kann er vielleicht raussnipen, aber zwei halt nicht und der trifft dann hoffentlich auch. Das ist halt die nächste große Befürchtung, der ich mich stellen muss. Na, das ist zu tief. Bau. Los. Na. Ich weiß nicht, ob er die Tech behalten hat. Wäre sehr smart von ihm gewesen. Aber er weiß ja auch gar nicht, was ich spiele. Also auch irgendwie unwahrscheinlich, dass er das behält. Hab ich da gerade einen Metallstreber reingesetzt? Na gut, das soll nicht mein Schaden sein, wa?
Eieiei. So, Sandsäcke holt er jetzt hervor. Bin ja mal gespannt, ob das hier sein... Nee, was baut er denn da? Was baut er denn da? Okay, wir brauchen Stability. Ich replace die Note hier einfach mal, weil mir das so spooky wird. Stability technisch. Hier, die Strebe wird halt... Naja, wenn da was reinkommt, dann bin ich halt basically GG. Da muss ich gleich mal gucken, wie ich da den Winkel habe zum Schießen. Ansonsten würde ich sagen, adden wir noch eine weitere Kanone. Tatsächlich. Weil er irgendwie ganz schön langsam unterwegs gerade ist. Na. Oder noch einen weiteren Howie. Würde sagen, der grüßt aber schon mal. Der kommt gut. Ja, wunderschön. Sein ganzes Fort fast zerrissen. Ich habe leider keinen Sniper, deswegen kann ich da nichts machen. Ich kann hier mit den Gunnern ein bisschen rüberschießen. Und da mal ein bisschen Stress machen. Aber ich glaube nicht, dass ich den Howie da irgendwie rauskriege. Ach, scheiße, ich hätte einen Sniper gebraucht. Naja, gut. Nächste Cannon reingeplaced. Wir snowballen das dann hoffentlich runter. Können gleich noch einmal aktive Fähigkeit aktivieren. Gucken, wie weit er da drüben so ungefähr ist. Ob er was Brauchbares schon in der Hand hat. Wir schießen den nächsten Howie rein da. Zack. Gefolgt von aktiver Fähigkeit. Die hittet gut. Die Howie. Und da ist der Kanonenschuss. Strong. Kommt mir sehr strong vor. Aber auch, er war ein bisschen langsam. Actually. Okay, jetzt hat er keine Waffen mehr. Jetzt brauche ich hier gar nicht mehr so auf vorsichtig machen. Das Spiel ist natürlich noch nicht gewonnen. Na, ich kann immer noch einfach von der Wand reißen oder so, weil er noch eine Kreissäge hervorbringt. Er kann tatsächlich wieder instantly eine Kanone placen. Oder ist das noch alt? Ich weiß es nicht. Falls er sich jetzt hier verkaufen sollte, was ich absolut verstehen kann, würden wir gleich einfach mal das Match nochmal spielen, ne? So, hier mit dem Howie nochmal rein. Schön auf die Aufhängung. Das kaputt gemacht. Mir fehlt leider der Strom gerade, aber ich glaube, den... Ah, da ist gerade doof. Den hauen wir einfach hier rein. Ah, hält nicht so ganz besonders. Irgendwas war da, ist da irgendwie ganz krumm und schief gelaufen am Anfang. So, da nochmal rein und dann holen wir uns gleich noch T2 Upgrade Center. Quatsch, hier Werkstatt. Die Strebe machen wir ja nicht aus Metall, weil das zu viel Metallwaste wäre. Ich glaube, ich gehe einfach lieber für die beiden. Mache hier noch so ein bisschen was rein. Da nicht abreißen, hier nicht abreißen. So, und dann sieht das doch ganz schnuggelig aus. Nicht geil, aber es funktioniert somewhat, I guess. Dann machen wir nochmal den Howie da oben rein. Richtig schön. Na, nicht richtig schön, der war ja richtig scheiße, aber das ist okay. Wir haben gesagt, wir holen uns Kreissägen. So, eine Mine weniger. Er holt sich dennoch eine Kanone. Ich habe gerade effektiv kein Metall geklaut, aber das ist okay. Geht auch eher um den Strom, den ich gerade brauche. Er hat actually keine Kanone. Okay, dann sollten wir hier wirklich einfach nur Energy Production adden. Und ich mach's mal hier drunter. Na komm. Dann Batteries. Und dann snowballen wir den Hasen. Hoffentlich. Runter. Ah, Howie, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut auf der Map. Ne? Ich spiele ja meistens Doppelplasma hier. Aber Howie sieht sehr strong aus, weil du den halt auch erstmal verteidigt bekommen musst. Je nachdem, wie viel Druck du aufrechterhalten kannst, ist das halt echt nicht so leicht. Ah, ein Stückchen höher muss die letzte Kanone. So, wir haben gesagt, wir wollen hier auch noch Bastos spielen. Dann holen wir uns mal zwei. Ich würde sie aber dennoch dorn, weil wir die Ressourcen haben und das jetzt echt nicht daran verlieren wollen. So, zack, zack. Er hat hier keine Comeback-Mechanik mehr, er hat keine Waffen mehr. Ich glaube, da hinten baut er wieder, oder will er wieder was bauen. Aber ich werde hier bald so viel Druck haben. Ah ne, ich habe ja schon Batterien platziert, da muss gar keiner hin. Dass er da keine Schnitte mehr hat, denke ich. So, jetzt hier einfach auf den Kern, zack. Mit zwei Kanonenschüssen followen. Und dann war es das mit dem guten Mann. GG. Und ich habe es gejinxt. Warte. Ja, okay, er verkauft sich, er verkauft sich. GG, meine Damen und Herren, da fällt das Schlachtschiff in die Tiefen. Ich würde sagen,
9 Minuten, da hängen wir noch eine zweite Runde ran. Wir sehen uns gleich wieder, bis gleich. So, da sind wir in Runde 2. Der Boy aus der letzten Runde, gegen den wir auf Hangtime gespielt haben, der hat jetzt irgendwie keine Lust mehr. Ich habe ein Game of Moorings gegen ihn gemacht. Er ist Mörser gegangen. Ich habe ihn direkt mit Flak gecountert, wie der Spion, der ich bin. Und das fand er wohl nicht so Zucker und deswegen ist er gegangen. Na gut, ist ja sein gutes Recht und ich sehe schon 7 und ich hab ja jetzt schon wieder keinen Bock mehr, Mann. Oh, egal, wir holen uns Flak-Technologie, behalten das, gehen ein bisschen ekolastiger, wie auch im letzten Game quasi. Nur, dass wir ihn jetzt nicht so krass mit Flaks countern können, weil die Flaks, die machen so schön, die explodieren in der Luft und damit kannst du die Mörser zerstören, das ist actually ganz cool, aber ja, das geht jetzt hier eher weniger, wenn er Sieb spielt, ne, weil er halt keine Mörser baut, sondern Schwarmraketen, aber wir kriegen das hin. Das haben wir doch alle schon mal hingekriegt. So, von daher, flump. 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 Storages da rein. Stability Tech hier rein. Ist jetzt ein bisschen verfrühtes Stability Tech, aber ich will sie nicht vergessen, wenn es später stressig wird. Zack. Zack. Muss schön darauf achten, wann er die Dinger placed. Er hat sie auf jeden Fall schon mal unten reingesetzt. Wir können die Technologie jetzt einfach nicht verkaufen, ne? Dadurch sind wir ein bisschen langsamer. Ich glaube schon, dass wir T2 gehen können. Wir können uns das Metall nicht verkaufen. Er holt sich jetzt schon Schwarmraketen. Oh boy, Alter. Du bist halt auch wirklich aufgeschmissen, wenn du nicht sofort Flak baust dagegen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und ich glaube, ich komme hier auch nicht drum rum, schon mal eine Flak zu bauen. Ah, ich glaube, T2 und dann Flak. T2 und dann Flak. Wir gehen hier Howie-Geschoss. Und dann Flak. Wir können halt nur unsere Ressourcenproduktion jetzt nicht so hochschrauben, weil wir die Tech nicht verkaufen können, weil wir wirklich, wirklich, wirklich Flak brauchen. Und er holt sich direkt einen Scharfschützen da oben drauf. Okay, das ist vollkommen fein. Ich hole mir hier direkt einen Flak rein. Die er mir bei so großen Scheunentüren auch wahrscheinlich snipen wird. So vielleicht schon eher nicht. Ich weiß nicht, ob die Winkel noch gut sind von der Flak, aber das werden wir gleich noch sehen. Ich muss jetzt darauf aufpassen, dass er sich hier... Ja, scheiße, warum platziere ich eine Windturbine? Ich brauche Metall! So, die hat noch einen guten Winkel. Das passt. Upgrade Center bei ihm kommt raus. Ganz entspannt. Natürlich ist eine Flak nicht alles. Da muss noch ein bisschen gegengebaut werden. Ich baue hier schon mal den Slot für die Waffen vor. Und dann hole ich mir noch... noch Anti-Air obendrauf. Mal kurz gucken, wie groß die Box ungefähr sein muss. So, 36, alles klar, kriegen wir hin. Machen wir mal 37 lieber zum Schutz. Da kommen halt immer noch Sachen durch, ne? Und darüber würde ich wieder eine Flak stellen, actually. Die muss ungefähr so groß, würde ich mal schätzen. Ja, ich habe das doch gelöscht. Also, wir müssen das erzählen. Das Ding ist, wenn er mit einer Kreissäge kommt, bin ich hier unten echt am Arsch. Von daher da ein bisschen rein. Hier vielleicht sogar Metall rein. Einfach, dass da nichts Kritisches abgesägt werden kann. Jetzt kommt ein Nuke-Upgrade, okay. Wir haben noch nicht ansatzweise genug Metall zusammen. Und noch nicht ansatzweise genug Storages für einen Howie. Fällt mir gerade mal so nebenbei auf. Unangenehm. Er hat sich einen AP-Sniper. Auch nicht geil. Gar nicht geil, besser gesagt. Da müssen wir jetzt mit einem normalen Sniper gegensteuern. Der einfach mal hier so reinkommt, den er hoffentlich nicht sieht. Ja, okay, der sitzt da. Die will ich halt echt nicht verlieren, aber... Warte. Das muss ja jetzt vernünftig gebaut werden. Da sitzt zum Glück nichts drin. Also alles gut. Sind es viele Ressourcen, die ich da reinknall? Das ist ein Witz. Mach auf. Mach auf.
Mein Can ist einfach tot, weil ich hier nichts mehr hatte. GG an ihn. Ich brauche Storages. Aber jetzt wilde, wilde Storages. Komm hier unten rein. Und einer kommt da rein. Autschi, bautschi. Da ist mein Can einfach eine Nuke, die durchkommt und ich bin tot. Weil der Can so viel Splash, also so viel AP-Sniper-Schaden jetzt bekommen hat. Oh, ich bin ja so ein Idiot. Warum bin ich so dumm? Oh, no. Das war ja so unüberlegt. Das ist ein Witz. Oh, ich dachte, die kommt durch. Junge, Leben an meinen Augen vorbeiziehen gesehen. Ich sag's, wie es ist. So, kann ich jetzt hier vielleicht meine Waffe aufs Feld bringen? Das wäre sehr, sehr, sehr herfreundlich. So, dich auf 1. Wir müssen auf den Paint achten eigentlich all day long. Komm, 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 komm. Er holt sich jetzt Waffenkammer. Also, wir haben Ablauf-Timer, der abläuft. Bis wann wir hier fertig sein müssen mit unserem Hokuspokus. Und uns 2 Sniper. Du schießt nicht. Sehr schön. Hä? Ja, jetzt kommt die Nuke. Alles klar. Okay, die kam ein bisschen spät. Deswegen slightly confused. Kann ausgeschaltet werden. Angenehme Sache. Hier gucken wir jetzt da oben mal rein, weil da ist doch Hintergrundholz. Mist. Ah. Kann seine Tür halt immer noch sehen. Da kommt eine EMP-Rakete, die ist aber noch offen. Nein, Salzi. Ist leider nicht offen. Ich treffe diese Tidy-Do da hinten nicht. Es ist ja zum Kotzen. So, Howie, Cannon da rein. Wir werden hier sterben. Da kommt eine Nuke durch und wir sind tot. Ja, Sniper sollten wir uns wiederholen. Nein, 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 nein. Sehr schön. Haben wir gekriegt. Haben wir gekriegt. Okay, okay, okay. Wir müssen jede Nuke abwehren. Jede gottverdammte Nuke. Vorher darf ich nicht ins Bett gehen. Aber wir haben gleich Howie-Gerät bereit, hoffentlich. Und dann muss das Spiel gewonnen sein. Muss da Windturbinenblock reinplacen können, falls der darauf geht. Schön, schönes Ding. Schönes Ding. Sniper genommen. Mit der verdammten Gerät. Wisst ihr, was ich meine? Oh Gott, ich stehe ja so unter Strom gerade. Ich hoffe, man kann das mitfühlen. Ich spiele gerade nicht gut. Ich bin gerade APM-technisch irgendwie nicht so auf meinem Zenit. Um das vielleicht mal so zu formulieren. Hau wieder rein. Kenny kann auch nicht geschossen werden. Ich gucke einfach nicht rüber. Cool guys, don't look at explosions, guys. Ihr wisst es doch. Das ist sie. Oh mein Gott, habe ich die gerade mit dem Sniper getroffen? Das muss im Replay angeguckt werden. Geht ja gar nicht. So, sehr schöner Treffer. Kein Strom. Wo ist Strom? Hier sollte noch Strom hin. Geil, schöner Treffer wieder. Glaube ich. Nein, nein, nein. Aber ich habe doch Gunner. Die schaffen das. Richtig, richtig, richtig. Ganz entspannt, Salzi. Was ist denn los?
Bisschen Panik, dass ich hier einen Nuke triffst oder was? Nein, ich doch nicht. So, wo kann ich jetzt hier ein Dings treffen? Ich glaube, ich nehme da oben die Windturbinen schrägstrich den EMP-Launcher raus. Okay, hat leider nur den EMP-Launcher getroffen. Also ich hätte gedacht, dass das einstürzt, aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ist für mich in Ordnung. Ich nehme alles, was ich kriegen kann und ich gebe nichts wieder zurück. Das ist hier die Message. So, jetzt schön da auf dem Kern. Oh, schöner Treffer. Woodspam weg. Komm, komm. Energy, Energy, please, please, please. Nicht in die Swarm schießen. Dann geht der Kanonenschuss kaputt. Das wollen wir nicht. Da rein, da rein. Oh. Ich habe viel zu sehr gestruggelt, ne? Ich habe viel zu sehr gestruggelt. Aber zwei schöne Games. Zwei ansatzweise schöne Games. Leute, ich hoffe, es hat gefallen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß im Ranked. Ich glaube, ich gehe ins Bett. Ich wünsche euch was. Haut rein, gute Nacht.